Bei einer Insulinresistenz reagieren die Zellen teilweise oder gar nicht mehr auf die Insulinsignale. Um die Insulinresistenz zu kompensieren und die gleiche Insulinwirkung wie bei stoffwechselgesunden Personen zu erreichen, erhöht der Pankreas seine Insulinproduktion. Das führt jedoch auf Dauer zum Erschöpfen der insulinproduzierenden Beta-Zellen im Pankreas und es kommt zu einem Typ-2-Diabetes. Was viele nicht wissen, eine Insulinresistenz ist häufig auch eine unerkannte Ursache für chronische Erkrankungen. Genau darum geht es im heutigen Interview mit Dr. Simone Koch. Wir klären, warum eine Insulinresistenz das Entstehen von chronischen Erkrankungen begünstigen kann und was du dagegen tun kannst. Dr. Simone Koch ist Ärztin für funktionelle Umwelt- und Ernährungsmedizin und praktiziert in Berlin in ihrer eigenen Praxis. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf hormonellen Dysbalancen, Autoimmunerkrankungen, Umwelterkrankungen und funktionellen Beschwerden. Neue spannende Videos bekommst du mehrmals pro Woche auf unserem Kanal zu sehen. Wenn du also nichts verpassen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo da. Weiterführende Informationen zu dem heutigen Thema sowie Quellen findest du ebenfalls in der Beschreibung des Videos. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Hallo und herzlich willkommen zum Stoffwechselkongress. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Patrick Strancic und ich interviewe heute die Expertin Dr. Simone Koch. Hallo. Gemeinsam wollen wir über das Thema Insulinresistenz sprechen. Dr. Simone Koch ist Ärztin und hat Zusatzausbildung in den Bereichen Ernährungsmedizin und funktionelle Medizin. In ihrer Praxis in Berlin bietet sie ihren Patienten eine umfangreiche individuelle Betreuung an, in der sich Schulmedizin und Komplementärmedizin miteinander kombiniert. Ja, schön, dass du dabei bist, Simone. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein darf. Stell dich doch gern dem Zuschauer noch mal ein bisschen genauer vor, wer du bist und wie du überhaupt auf dieses ganze Thema gekommen bist. Im Prinzip hast du es ja quasi so ein bisschen schon alles gesagt. Ich wohne in Berlin. Ich bin im ersten Job eigentlich Gynäkologin. Habe mich schon immer sehr, also ich habe das Fach Gynäkologie gewählt, weil ich immer fand, das ist sehr schön, neues Leben. Chirurgie, was mich damals sehr interessiert hat und aber auch die Endokrinologie miteinander verbindet, weil Endokrinologie ein Fach war, was mich auch immer sehr interessiert hat. Und nach der Fachausbildung in der Praxis habe ich halt festgestellt, dass Menschen zunehmend zu mir kamen aus anderen Gründen, im Wesentlichen, weil sie gehört haben, ich kenne mich gut mit Schilddrüse aus und mit Autoimmunerkrankungen und speziell mit Hashimoto. Und irgendwann waren meine Chefs dann sehr genervt davon, weil in der klassischen Schulmedizin und kassenärztlichen Medizin wird man leider fürs Reden nicht bezahlt. Und dadurch entstand dann der Idee der Selbstständigkeit und in dem Zuge habe ich dann den Ernährungsmediziner noch gemacht, den Automolekularmediziner, den Umweltmediziner und mich in funktioneller Medizin weitergebildet. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit 6 Jahren in eigener Praxis. Und Insulinresistenz, finde ich, ist für mich ein totales Herzensthema und super wichtiges Thema, weil sich ganz, ganz, wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen, also fast alle Zivilisationskrankheiten, alle Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen und so weiter lassen sich in letzter Instanz meistens zurückbrechen auf chronisch stille Entzündung. Und die Insulinresistenz ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil von chronisch stiller Entzündung. Und aus verschiedenen Gründen, die wir, glaube ich, heute gemeinsam rausdröseln werden, ist es wahnsinnig auf dem Vormarsch. Und viele haben auch so das, also viel, häufig stimmt das auch, haben so dieses Bild des Insulinresistenten vor sich, dass das eine sehr übergewichtige Person sein muss. Und auch das ist aber nicht unbedingt korrekt. Es können halt einzelne Organe des Menschen insulinresistent sein und das muss nicht unbedingt das Fettgewebe sein. Es ist auch das Fettgewebe und da werden wir sicher drüber sprechen, aber es kann auch das Gehirn sein, es kann der Eierstock sein, es kann auch isoliert die Muskulatur sein. Und das kann halt alles massive Beschwerden hervorrufen. Und in der Folge, also dadurch, dass die Insulinresistenz durch chronisch stille Entzündungsprozesse entstehen kann, kann es halt zu ganz, ganz weit vielen weiteren Folgeerkrankungen kommen. Und in dem, was ich mache, ist Prävention mir halt auch ein ganz, ganz großes Anliegen. Und da spielt das
eine große Rolle. Und wenn man wirklich verstehen will, was dem Ganzen zugrunde liegt, also wenn wir nicht nur quasi ein schwarzes Tape über die Warnleuchte kleben wollen, sondern wirklich rausfinden wollen, was ist die Wurzel des Übels, dann spielt Insulinresistenz eine ganz große Rolle. Und deswegen freue ich mich ganz doll, dass ich heute über dieses Thema sprechen darf. Ja, prima. Wollen wir den Zuschauer erstmal erklären, was Insulin überhaupt ist und was für eine Bedeutung es für den Stoffwechsel hat? Absolut. Insulin ist das stärkste metabolisch aktive und anabole Hormon unseres Körpers. Und ja, also wird von der Bauchspeicheldrüse produziert, und zwar von den langgehanschten Zellen der Bauchspeicheldrüse, die sich im Schwanz befinden. Also das ist sehr speziell, und wenn dieser Bereich zerstört ist, das kennt man ja vom Diabetes Typ 1, da werden diese Zellen autoimmun angegriffen und zerstört, dann kann kein Insulin mehr produziert werden. Das heißt, es wird sehr spezifisch an einer einzelnen Stelle des Körpers produziert, im Gegensatz zu vielen anderen Hormonen, die von allen möglichen Organen des Körpers auch mitgebildet oder aktiviert werden können. Insulin ist dafür verantwortlich in unserem Körper, dass Energie in die Zellen gelangen kann. Und dass Energie zu den Mitochondrien gelangen kann. Energie im Sinne von meistens Glucose, aber ansonsten auch Ketonkörper und andere Fettsäuren. Das heißt, ohne Insulin findet keine Energiegewinnung statt. Es gibt einen ganz geringen Anteil insulinunabhängiger Energiegewinnung im Gehirn. Nichtsdestotrotz spielt es aber auch fürs Gehirn eine sehr, sehr große Rolle. Und früher hat man gedacht, Insulin hat nur diese eine Wirkung. Inzwischen weiß man aber, dass Insulin unzählige hormonelle Wirkung im Körper hat, an ganz viele Rezeptoren mit andockt und eben auch, also was ich am Anfang gesagt habe, anabol ist, dass es halt mit dafür verantwortlich ist, dass Muskelwachstum stattfinden kann, dass es für die Denkleistung eine große Rolle spielt, dass wenn das Gehirn insulinresistent ist, dann kommt es zu Brain Fog, zu Konzentrationsstörungen, zu Denkstörungen, zu sogenannten zentralen Fatigen. Also dass es halt eigentlich gar keinen Grund gibt, warum man erschöpft ist, aber man einfach das Gefühl hat, es geht gar nichts mehr, man muss sich quasi hinlegen. Und das liegt nicht nur am Energiemangel, weil wie gesagt, das Gehirn ist auch in der Lage, sich insulinunabhängig Energie zu konvertieren, sondern es liegt vor allen Dingen auch daran, dass Insulin direkt am Gehirn auch Wirkung entfaltet. Und ja, wir sind noch auf dem Weg. Also Insulin kennt man schon eine Weile. Sein Mitspieler Leptin, das ist jetzt heute nicht unser Thema, aber Leptin spielt da auch mit eine große Rolle, kennt man erst seit 1993. Nur weil sich viele immer fragen, warum weiß denn das keiner? Warum hat mein Hausarzt mich da noch nie drauf aufmerksam gemacht? Das liegt ganz viel daran, dass diese ganzen Forschungen dazu und auch zum Beispiel, was Insulin am Gehirn macht und so, das ist total neu. Also ganz viel von diesen Forschungen sind aus den letzten 3-4 Jahren. Und die haben natürlich noch überhaupt nicht Eingang gefunden in die Lehrbücher an den Universitäten und viel natürlich auch noch nicht Eingang gefunden in die Köpfe der draußen arbeitenden Kollegen, weil da muss man sich halt persönlich für interessieren und man muss auch die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und das wird halt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und ein paar Sachen, auf die wir vielleicht noch kommen können, also wann Insulin ausgeschüttet wird und so weiter, das ist wirklich ganz, ganz neu. Das hat man erst im letzten Jahr rausgefunden, warum zum Beispiel, wenn ich eine große Menge Nahrung zu mir nehme, egal was das ist, dass zu einer Insulinausschüttung kommen kann. Das galt früher immer als paradox insulinogene Wirkung. Inzwischen weiß man halt hier, woran es liegt. Aber ja, nur um so ein bisschen Verständnis dafür zu geben, warum das einfach noch nicht so sehr Allgemeinwissen ist, obwohl es sehr wissenschaftlich ist, was mir auch immer wichtig ist. Und was jetzt heißt jetzt ganz konkret, dass man insulinresistent ist? Insulinresistent bedeutet, dass die Zellen, also dass der Körper die Rezeptoren für Insulin runterreguliert, dass sie runterreguliert sind, oder was es auch gibt, dass die Rezeptoren für Insulin von anderen Stoffen blockiert sind und dass daher das Insulin nicht an der Zelle andocken kann und der Körper quasi dagegen resistent ist. Dadurch kommt nicht genügend Energie in die Zelle rein. Der Körper registriert, dass sich Fettsäuren und Glucose im Übermaß im Blut befindet. Und um das dann trotzdem noch quasi rein zu pushen in die Zelle, erhöht er die Insulinausschüttung. Das heißt, Insulinresistenz geht mit einem deutlich erhöhten Insulinspiegel einher. Und hier ist auch so ein bisschen, also
unsere Normskala für Insulin im Blut ist sehr, sehr hoch. Zum einen liegt es daran, weil es keine nüchtern Insulinskala gibt. Und eigentlich, wenn man Insulin beurteilen will, muss man das nüchtern messen. Weil logischerweise, wenn ich irgendwie gerade 3 Muffins gegessen habe, ist mein Insulinspiegel entsprechend hoch. Weil mein Körper hat gerade ganz doll bemüht, ist die ganze Zucker aus den Muffins in die Zellen zu transportieren. Das heißt, es muss nüchtern gemessen werden. Und die Normskala orientiert sich nicht am nüchtern Wert. Das ist einer der Gründe, warum die schwierig zu beurteilen ist. Und das andere Problem ist, dass eben ein ganz, ganz großer Anteil der Bevölkerung inzwischen in irgendeiner Weise insulinresistent ist und dass wir daher eine verfälschte Normkurve haben. Also es ist nicht mehr die Kurve, die wirklich den Gesunden abbilden würde, sondern ich habe halt eine verfälschte Normkurve. Und das macht es auch problematisch, weil unsere Normkurve reicht nämlich von 4 bis 25 üblicherweise. Man weiß aber, dass eigentlich ein Insulinspiegel unter 4 anzustreben wäre, also ein nüchtern Insulinspiegel, um anzuzeigen, dass man wirklich absolut insulinsensitiv ist. Und dass bei einem nüchtern Insulin über 9 schon definitiv ein Insulinresistenzproblem vorliegt. Und leider erschreckenderweise muss man sagen, wenn man das in der Praxis misst, hat man, also gut, das sind natürlich auch kranke Menschen in irgendeiner Form, also die irgendein Problem haben. Sonst, ich habe so einen kleinen Anteil Biohacker und so, die präventiv zu mir kommen, aber die meisten kommen ja, weil sie ein Problem haben. Und sieht man fast immer einen erhöhten Insulinspiegel, also fast immer oberhalb von 9, manchmal deutlich darüber. Und haben wir dementsprechend halt bei fast allen in irgendeiner Weise eine Insulinresistenz vor. Wer ist denn besonders gefährdet, dann so eine Insulinresistenz aufzubauen? Weil du meinst jetzt eigentlich gerade fast alle Menschen in diesem Toleranzbereich. Woran liegt das? Also der größte Risikofaktor, also es gibt ganz viele verschiedene Säulen, wodurch eine Insulinresistenz entstehen kann. Der größte Risikofaktor ist Übergewicht. Das ist ein sich gegenseitig verstärkender Prozess. Insulin selber macht dick, Insulin macht übergewichtig. Und andererseits, wenn man übergewichtig ist, wird man insulinresistent, weil das liegt daran, weil das Fettgewebe selber sehr viel entzündliche Stoffe ausschüttet, vor allen Dingen bestimmtes Fettgewebe, also vor allen Dingen viszerales Fettgewebe, sondert viele entzündliche Stoffe ab. Entzündung macht, wie schon gesagt, Insulinresistenz. Und Insulinresistenz führt dann dazu, dass die Fettzellen sich nicht mehr vermehren können, also die können sich nicht mehr in viele kleine Fettzellen vermehren, die dann halt entsprechend Fett aufnehmen, sondern die werden immer größer, die blobben so auf zu entzündlich veränderten Riesenfettzellen. Und das irgendwann merkt die Fettzelle, wenn ich jetzt noch weitermache, dann platze ich und dann macht sie komplett dicht, dann wird sie völlig insulinresistent. Und dann ist das Problem, ist diese riesige Zelle schlecht versorgt mit Blutgefäßen. Und das macht sie halt sehr empfindlich dafür, dass sie wiederum abstirbt, weil sie halt so eine schlechte Versorgung hat. Und wenn das nennt man dann Nekrosen, wenn es halt zu Nekrosen in den Fettzellen kommt und dieses entzündlich veränderte, insulinresistente Fettgewebe ist wiederum sehr empfindlich dafür, dass es halt sterben kann. Und das macht dann wiederum deutlich verstärkt Entzündung und macht wiederum insulinresistent. Das heißt, wir haben einen sogenannten Circulus Viciosus, einen verhängnisvollen Kreislauf, dass sich das immer wieder gegen unterstützt. Es gibt ganz selten auch dicke Menschen, die nicht insulinresistent sind und die gesundes Fettgewebe haben. Das muss man aber sagen, das sieht man auch. Also dieses entzündlich veränderte Fettgewebe sieht halt so, es fühlt sich auch hart an. Also da sind ganz viel so Knötchen und so drin. Es sieht nicht schön aus, also es sieht einfach von der Oberfläche und so nicht schön aus. Also es gibt manchmal, vor allen Dingen bei Frauen, die sind einfach drall. Das ist so, wie man früher gesagt hat, ein Backfisch. Also die sind halt so, die haben große Brust, die haben einen richtig prallen, schönen Po. Und das sieht aber trotzdem, das ist nicht total deformiert oder irgendwas, sondern das ist das, wo viele Männer dann auch sagen, ja, ist nicht schlecht. Und die sehen halt, die sehen gesund aus. Und das ist das der Teil von Übergewicht, der gesundheitlich gesehen total okay ist, also wo es halt keine Entzündung und so weiter gibt. Die meisten Übergewichtigen haben aber nicht diese Fettverteilung, sondern haben eben sehr viel viszerales Fett, haben das Fett unkontrolliert irgendwo verteilt und haben auch, selbst wenn es an den Oberschenkeln und am Po ist, halt eine Struktur, die einfach nicht gesund aussieht und wo man sehen kann, okay, hier ist Entzündung drin. Und das ist halt die Art von Fettgewebe, die insulinresistent macht. Dann ist halt jede Art von chronischer Entzündung macht insulinresistent. Vor allen Dingen Rheumatiker haben ein ganz großes Risiko, insulinresistent zu sein. Aber auch alle anderen Menschen mit chronischen Erkrankungen aller Art haben meistens Insulinresistenzen, vor allen Dingen im Schub. Weil, wie gesagt, Entzündung macht insulinresistent. Dann ist Stress. Cortisol macht insulinresistent. Das auch in der heutigen Zeit. Also für Cortisol, das ist so ein Mechanismus. Ich erkläre das immer gerne
wenn wir ein Wasserbecken haben und wenn das Wasser, das hat zwei Schalter. Und wenn das Wasser bis zu einem gewissen Grad steigt, dann wird der Mechanismus, Stresshormone auszuschütten und vor allen Dingen Cortisol auszuschütten, aktiviert. Und wenn es dann weiter steigt, da ist der zweite Schalter. Und wenn es den zweiten Schalter berührt, dann wird es wieder abgeschaltet. Und dann geht das Cortisol wieder runter. Und das Problem ist, die meisten von uns befinden uns sich permanent in der Mitte. Weil wir haben nicht mehr diesen akuten Stress, so ein Raubtier jagt uns und ich werde angegriffen und muss mich verteidigen. Und danach bin ich halt entweder tot oder es ist wieder okay. Und ich habe halt diesen hohen Stressfaktor gehabt und dann sinkt es wieder runter. Sondern die meisten von uns haben halt jetzt, ich habe einen gewissen Stress, sodass das Becken halb voll läuft, dass der erste Schalter aktiviert wird, aber eben nicht diesen extremen Stress, dass der zweite aktiviert wird. Und dadurch haben wir eine permanent so hohe Ausschüttung an Stresshormonen. Und das wiederum macht auch chronische Entzündung und das wiederum macht insulinresistent. Plus Cortisol direkt verursacht auch noch Insulinresistenzen. Das wissen alle Menschen, die Cortisol nehmen müssen oder Cortison nehmen müssen. Also eigentlich ist es Cortisol, aber man sagt im Volksmund Cortison, die das nehmen müssen. Das macht Insulinresistenz, das macht halt die klassischen Gewichtszunahmen am Stamm. Und das ist leider auch was, wenn wir um Therapien uns hier sprechen, wer Cortison nehmen muss, ist leider in der Situation, wo er erfasst, also wo er ein bisschen was dagegen tun kann. Man kann sich halt an bestimmten Supplements bedienen, um diese Sensitivität ein bisschen zu verbessern. Aber leider macht Cortison immer insulinresistent und das kriegt man auch nicht ganz weg, solange man das nehmen muss. Aber wenn es um Stress geht, da kann man halt ganz viel machen, um das zu verbessern. Und ein weiterer Punkt auch, der eine ganz große Rolle in der heutigen Gesellschaft spielt, ist Schlafmangel. Schon eine Nacht beschissener Schlaf macht 60% insulinresistenter. Wow. Und wenn wir halt permanent der Meinung sind, schlafen kann ich, wenn ich tot bin und halt uns immer pushen und nicht ausreichend schlafen. Und da ist ganz, ganz wichtig, wie viel ausreichend ist. Es ist super individuell. Und es gibt natürlich die Menschen, also ich habe halt bei mir da mich ganz viel immer unter Druck gesetzt. Ich habe inzwischen für mich rausgefunden, mir reichen tatsächlich 6 Stunden Schlaf. 6 Stunden bis 6,5 Stunden ist das, was mein Körper braucht. Viele brauchen aber 8, 9 oder 10. Gerade junge Männer zwischen 25 und 30, weiß man inzwischen, haben, warum ist das nicht ganz klar, aber haben deutlich erhöhtes Schlafbedürfnis. Und vor allen Dingen, wenn sie auch noch sportlich aktiv sind, können das auch mal 10 Stunden sein. Und da ist halt, das ist gerade die Altersgruppe, die natürlich erst recht nicht schlafen und die halt dann nie sich den Schlaf holen, den sie eigentlich brauchen. Und wer das für sich rausfinden muss, also will, wenn man Schlaf trackt, nur wenn REM-Schlaf und Tiefschlaf nahezu exakt gleich sind, bekommt der Körper ausreichend Schlaf. Wenn es da irgendwelche Divergenzen gibt, und meistens ist es halt, wenn der REM-Schlaf deutlich niedriger ist als der Tiefschlaf, dann schlafen wir nicht genug. Also man sollte nicht versuchen, REM-Schlaf anzutriggern mit, was weiß ich, Vitamin B6 und irgendwelchen Subs und so. Das ist fast nie der Grund. Der Grund ist einfach, wenn nicht genügend tief geschlafen wird, dann konzentriert der Körper sich auf den Tiefschlaf, weil das ist das, was uns am Leben erhält, und konzentriert sich nicht auf den REM-Schlaf, den wir halt eher brauchen, um Ereignisse zu verarbeiten, Traumata zu verarbeiten und so weiter. Beides ist aber gleich wichtig, damit wir langfristig gesund bleiben. Und wie gesagt, Schlafmangel macht insulinresistent. Das war so einmal ganz grob. Es gibt noch ganz viele weitere Gründe und so weiter, aber so ganz grob die wesentlichen Gründe, warum heutzutage so viele, viele Menschen insulinresistent sind. Ach so, und vielleicht noch ganz wichtiger zusätzlicher Grund, Giftstoffe. Wir sind massiv Giftstoffen ausgesetzt, vor allen Dingen im Bereich von Phenolen, Phthalaten, also das sind so die Weichmacher, die kann man nicht sehen, aber die sind überall um uns rum. Und ein Punkt sind auch Schwermetalle. Schwermetalle haben so stark, also waren schon immer da. Schwermetalle sind eher kein neues Problem, aber es ist so, dadurch, dass wir sie in vielen anderen Giftstoffen ausgesetzt sind, wird unser Körper sie nicht mehr los. Das alles verursacht auch wieder Entzündung. Entzündung verursacht Insulinresistenz. Okay, also hauptsächlich ist es wirklich entzündliche Prozesse im Körper, Stress, Schlaf, Umweltgifte. Und was war das erste nochmal? Übergewicht. Übergewicht, genau. Aber eigentlich fast immer auf chronische Entzündung zurückzuführen, wie ich jetzt richtig verstanden habe. Ja? Okay, prima. Man muss halt auch sagen, Übergewicht entsteht ja irgendwann auch mal durch, also warum wird man übergewichtig? Tendenziell, weil man die falschen Dinge isst. Und diese Dinge sind proentzündlich. Also schlechte Fette sind proentzündlich. Fructose ist hochgradig proentzündlich und macht zusätzlich an der Leber Insulinresistenzen. Zucker, also große Mengen an Zucker, sind proentzündlich, versehrt oxidativen Stress erhöhen und so weiter. Also wieder chronische Entzündung in der Ursache. Okay. Du hast gerade Schlaf angesprochen. Kann man denn irgendwie merken, dass man irgendwie einen schlechten Schlaf hat? Also das Problem ist schon 10 Tage, also 10 Tage mit
zu wenig Schlaf und Scheißschlaf hat der Körper sich dran gewöhnt und ist der Meinung, das ist das neue Normal. Also die meisten Menschen können registrieren für sich nicht mehr, dass sie nicht ausgeschlafen sind. Sie denken halt, dass sie halt ja einfach ab und zu so ein bisschen Konzentrationsgedächtnisstörungen haben, dass sie reizbar sind und so. Das ist einfach der Normalzustand. Dass das an Schlafmangel liegt, das registrieren sie nicht mehr. Das ist was man sehr gut in Studien zeigen konnte, dass wir das dann nicht als müde deklarieren, sondern einfach denken, so bin ich eben. Oder man denkt, es ist irgendwie sonst irgendwas kaputt mit mir und geht vielleicht zum Arzt, aber man kommt halt nicht drauf. Ich habe tatsächlich manchmal Patienten, die kommen zu mir mit chronischer Erschöpfung und dann frage ich, wie lange schlafen sie denn pro Nacht? Und dann sagen die 4 Stunden. Und dann, wo ich dann denke, ja, da wäre ich auch erschöpft. Also das ist halt, und für die ist das aber, die haben den Schluss für sich nicht gemacht, dass es am Schlaf liegen könnte. Und das ist halt das, was ganz, ganz gefährlich ist. Deswegen bin ich persönlich ein großer Freund von Schlaftrackern, also dass man halt den Schlaf trackt. Also die günstigsten, die wirklich ein gutes Ergebnis liefern, sind die Fitbit-Uhren, also von Fitbit. Ich hatte zuletzt die Charge 4. Fitbit hat ein sehr gutes Algorithmus entwickelt, um Schlafindex zu bestimmen. Die sind einfach preislich total okay. Inzwischen habe ich eine Apple Watch. Für die Apple Watch gibt es halt einige sehr coole Apps, die das machen und die das halt auch sehr gut auswerten, einen guten Algorithmus machen. Die beste Schlafauswertung, wenn man Wearable tragen will, ist der Oura Ring. Den gibt es aus Finnland. Und der macht eine Schlafauswertung, die erwiesenermaßen Daten aus dem Schlaflabor ähnelt, womit man eben ein sehr, sehr gutes Schlaftracking bekommt. Und wie gesagt, man kann das dann eben daran feststellen, also wenn Dremschlaf und Tiefschlaf nicht von der Zeitdauer halbwegs exakt sind, dann schläft man ziemlich sicher nicht genug. Und dann gibt es natürlich Schlaf, könnten wir jetzt 1,5 Stunden über Schlaf reden, dann gibt es halt 100.000 Dinge, die man tun kann, um seinen Schlaf zu optimieren, wenn es nicht daran liegt, dass man einfach sich den Schlaf nicht gönnt, sondern daran, dass man nicht schlafen kann. Ist ja auch was extrem zunehmend ist in der heutigen Zeit. Aber ich denke, wir halten das mal so fest, dass es so gut ist, wenn man ausreichend schläft. Ja, können wir zu späteren Zeitpunkt nochmal bei quasi Therapiemethoden, zum Schlaf zu sprechen kommen. Gibt es denn Symptome, an denen man merkt, dass man insulinresistent ist? Also das Symptom, was viele halt sehr stört und was viele als erstes so bemerken, ist eine Gewichtszunahme und Gewichtsabnahmeresistenz. Also dass man halt einfach und in dem Zuge auch Ödeme, also dass man Wassereinlagerungen hat. Ja, das ist das auch, was wir zum Teil schon fast als normal ansehen, dass die Menschen einfach so ein bisschen aufgequollen aussehen. Und also es gibt auch aus meiner eigenen Krankengeschichte, wer mir folgt, kann da mal gucken, ab und zu veröffentlicht da was, wie ich früher aussah, da wo ich bei gleichem Gewicht wirklich so einen Kopf hatte, weil ich halt überall so stark Wasser eingelagert habe. Also wo es halt einfach, und das ist halt was viele auch ganz viel haben. Und halt eben, dass man einfach, ja, wo man gefühlt über sich, ich muss nur ein Salatblatt angucken, der nehme ich schon zu. Das ist in ganz vielen Fällen eine Insulinresistenz. Zyklusstörungen bei Frauen sind in fast allen Fällen auch mit an Insulinresistenzen gekoppelt. Das wäre auch nochmal ein eigenes Thema, ist aber ein ganz klares Symptom. Bei Männern Erektionsstörungen und Libidoverlust. Erektionsstörungen hängen ganz stark mit Insulinresistenz zusammen und zwar direkt mit der Resistenz. Also man hat ja lange gedacht, das liegt daran, dass Insulinresistenzen Veränderungen an den Gefäßen machen, was sie machen. Deswegen ist eins der weiteren starken Symptome ist Bluthochdruck und irgendwelche Störungen im Herz-Kreislauf-System. Das sind auch typische Symptome der Insulinresistenz. Wer Bluthochdruck hat, ist fast immer insulinresistent. Also außer es gibt halt weitere Gründe wie ein Pheochromozytom, wo Stresshormone in einem Tumor ausgeschüttet werden, ist jemand, der Bluthochdruck hat, eigentlich immer insulinresistent. Aber wie gesagt, also Erektionsstörungen auch ein Zeichen für Insulinresistenzen. Und dann die ganze Reihe der psychischen Erkrankungen. Also vor allen Dingen, wenn man nicht ohne Essen klarkommt, also wenn man das Gefühl hat, man muss ständig essen, sonst wird man ultra hangry, also das typische so hangry, wenn nicht in der Lage ist, mal 6, 7, 8, 9 Stunden zu fasten, was für den Menschen nämlich eigentlich völlig normal wäre, weil wir waren dann halt auf der Jagd oder haben Nahrung gesucht und so. Und das ist was, evolutionär sind wir sehr gut darauf angepasst, einfach Phasen zu haben, in denen es mal nicht zu essen gibt. Und wenn man halt schon nach 3 Stunden das Gefühl hat, man würde am liebsten seinen Nachbarn beißen, dann ist es halt auch ziemlich sicher eine Insulinresistenz. Und in dem Zusammenhang eben auch zentrale Fatigue-Zustände, also wo man einfach so das Gefühl hat von einer totalen Erschöpfung und Müdigkeit.
oder gar nicht Müdigkeit, also Erschöpfung, so dieses, wo man das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht mehr vom Sofa hoch und das sich eigentlich gar nicht erklären kann, woran das liegen könnte. Denkstörungen, Konzentrationsstörungen, auch klassische Symptome der Insulinresistenz, hier ist das Gehirn nicht ausreichend versorgt mit Glucose. Migräne in dem Zusammenhang auch oft und vor allen Dingen Migräne, die auftritt, wenn man nicht regelmäßig isst, weil dann kriegt das Gehirn halt keinen Zucker und dann reagiert es mit Kopfschmerzen. Ja, und es geht noch weiter, also, aber das sind, glaube ich, so die wesentlichen, gröbsten einmal genannt. Okay, prima. Und kann man das für sich irgendwie feststellen, also zu Hause, oder muss man da quasi zu dir gehen, zum Arzt, dass man eine Insulinresistenz wirklich feststellt? Also um sie wirklich festzustellen, muss man zum Arzt. Also so zu Hause kann man sie nicht feststellen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil viele denken, es hängt direkt mit dem Blutzucker zusammen. Und viele messen dann halt Blutzucker, weil das kann man ja auch zu Hause machen. Und so, und sagen, mein Zucker ist immer normal. Selbst wenn ich selbst wenn ich die beschriebenen 3 Muffins esse, mein Blutzucker ist total okay. Oder ich habe ein OGTT beim Arzt gemacht, da muss man so eine Zuckerlösung trinken und da hat der Arzt gesagt, da war alles gut. Oder ich habe ein HbA1c messen lassen, Langzeitblutzucker, der war schön. Tatsächlich geht die Insulinresistenz Veränderung des Blutzuckers um über 10 Jahre voraus. Das heißt, ich kann schon 10 Jahre insulinresistent sein und einen völlig normalen Blutzucker haben, bevor sich wirklich Veränderungen am Blutzucker einstellen. Und wenn der Blutzucker schlecht wird, dann ist das Kind schon tief in den Brunnen gefallen. Also wenn ich schon in Richtung Prädiabetes gehe und dann halt nachher vielleicht Diabetes Typ 2, das sind halt die Endauswirkungen der Insulinresistenz, wo es dann halt schon wirklich richtig schlimm geworden ist. Das heißt, Blutzucker ist nicht so valide als Tool. Also wenn ich über eine kontinuierliche Messung, also ich arbeite gerne, also ich trage selber jetzt aktuell nicht, aber ganz vielen kontinuierlichen Blutzuckermesser und ich empfehle das auch jedem, das mal zu tun. Die sind von der Firma Abbott. Abbott ist bis jetzt die einzige Firma, die halt so für easy zu Hause gut anbietet. Entweder man kauft einen für Kranke, das ist dann der Freestyle Libre 2.0, der ist eigentlich für Diabetiker. Deswegen zeigt der auch Normkurven an vom Diabetiker, das muss man wissen, ne, dass diese App das auswertet für den Diabetiker. Oder inzwischen auch neu der Super Sapiens. Super Sapiens ist für Gesunde und soll halt quasi helfen, uns zu optimieren, wie der Name halt auch so ein bisschen sagt. Die werden in den Oberarm implantiert. Das ist ganz easy. Das kann man wirklich easy zu Hause machen. Und dann sieht man halt, was macht mein Zucker auf bestimmte Situationen. Allerdings muss man sagen, wenn man sich nicht auskennt, ist es trotzdem schwer, damit eine Insulinresistenz zu erkennen. Also es hängt halt dann davon ab, wenn ich Stress habe, was macht dann mein Blutzucker? Wenn ich Sport mache, was macht mein Blutzucker? Das kann ich halt mit dem Super Sapiens ausmessen. Und dann muss ich aber wissen, wie das aussieht, wenn ich insulinresistent bin. Aber man kann darüber einen Anhalt haben. Also wenn man permanent so eine Kurve hat, ist die Insulinsensitivität wahrscheinlich nicht besonders gut. Also das ist schon so als für zu Hause. Klassisch, also Sapir et al., das war eine Studie, die haben festgestellt, es reicht eigentlich der nüchtern Insulinwert. Das finde ich ist wichtig, weil da muss man halt nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Nüchtern Insulin einmal bestimmen lassen, kostet grob 20 Euro, weil wahrscheinlich wird sich der Arzt weigern, das auf Kasse zu machen, wenn er da keinen Anhalt für sieht. Wichtig ist eben nüchtern, das ist ganz, ganz entscheidend. Das heißt, man sollte mindestens 12 Stunden nichts gegessen haben, bevor man zu dieser Untersuchung hingeht. Klassisch eigentlich wird der HOMA-Index bestimmt. Das ist dann der nüchtern Insulin durch den blutnüchtern Zucker. Ich finde den HOMA-Index nicht unbedingt nötig und der wird halt auch oft falsch ausgewertet. Aber das ist noch ein bisschen genauer, das kann man auch mitmachen. Und dann gibt es halt noch so ein paar Specials, also man kann noch Leptin mitmessen, Adiponektin, also so ein paar, wo man es halt noch genauer bestimmen kann, aber letztlich eigentlich reicht der nüchtern Insulin, um eine Idee zu bekommen, ob eine Insulinresistenz vorliegt. Und wie gesagt, also optimalerweise sollte der zwischen 2 und 4 eigentlich liegen, also das ist wirklich das Optimum. Und unsere Normkurve beginnt erst ab 4, was wirklich ganz schrecklich ist. Und wenn man über 9 liegt, dann kann man davon ausgehen, dass man Probleme mit einer Insulinresistenz hat. Und dann sollte man da doch gucken, dass man da rangeht, dass man die bekämpft. Ja. Hi, ich bin Christina vom Medomio-Team und Molekularmedizinerin. Super, dass du das Interview bis hierhin angesehen hast. Ich hoffe, dass du schon viel wertvolles Wissen für dich daraus mitnehmen konntest. An dieser Stelle möchte ich dir kurz einen kleinen Hinweis geben. Alle Nährstoffe, die in diesem Video besprochen werden, kannst du bei unserem Partner Victilabs erhalten. Wir haben dir einen Rabattcode in die Beschreibung reingepackt, damit du die Produkte vergünstigt bekommst und mal testen kannst.
Wir arbeiten mit VictiLabs zusammen, da ihre Produkte regelmäßig von unabhängigen Laboren getestet werden, sie frei von künstlichen Konservierungsstoffen, Füllstoffen, Pestiziden, Schwermetallen und BPA sind und in hochwertigen Braungläsern zu dir nach Hause kommen, damit die Nährstoffe auch wirklich erhalten bleiben. Bei VictiLabs bekommst du deutsche Qualität, Transparenz und genau das, was auch auf dem Produkt draufsteht. Probier's doch gerne mal aus und jetzt viel Spaß weiterhin beim Interview. Du meinst jetzt auch gerade, dass quasi, wenn der Blutzucker jetzt schon halt zu hoch ist, dann ist das Kind sehr tief im Brunnen gefallen. Gibt es noch irgendwie so andere Missverständnisse, was das Thema Insulinstoffwechselstörung angeht? Oder ja, also vielleicht so ein bisschen, dass wenn man nur Fette und Proteine isst, dass man dann kein Insulin ausschüttet, weil das ist Quatsch. Also das ist das, was ich halt am Anfang schon einmal angesprochen habe. Es gibt die Inkretine und die Inkretine werden ausgeschüttet, wenn unser Magen befüllt wird. Und das ist relativ unabhängig davon, was das ist. Und also Zucker und also Kohlenhydrate und Proteine schütten mehr Inkretine aus als Fett, aber auch große Mengen an Fettaufnahme führen auch zu einer Inkretinausschüttung und damit zu einer Insulinantwort und zum Teil zu erheblichen Insulinantworten. Und das gilt zum Beispiel auch für viele Süßstoffe. Und das halt einfach, und das ist so ein bisschen, also das ist halt, wie gesagt, ganz, ganz neu, aber das ist so ein bisschen der Grund, warum auch eine Keto-Ernährung oder so nicht immer zum Erfolg führt, wenn es darum geht, eine Insulinresistenz zu behandeln. Weil wenn ich halt hohe Inkretinantworten habe, dann habe ich eventuell, und das misst ja kein Mensch nach, halt auch hohe Insulinantworten auch auf Keto-Mahlzeiten, die halt eigentlich nur aus Proteinen und Fetten und im Wesentlichen, wenn man es richtig macht, aus Fetten besteht, sodass man da dann halt auch nicht wirklich vorankommt. Und der zweite Grund ist halt, die zweite Idee ist, dass Insulin nur was mit Essen zu tun hat, wie ich jetzt schon halt erwähnt habe. Insulin hat ganz viel mit anderen Prozessen im Körper zu tun, vor allem mit entzündlichen Prozessen. Und zum Beispiel ein Rheumatiker oder so, der hat halt wahrscheinlich, also da ist die Ernährung nicht schuld, dass er die Insulinresistenz entwickelt hat, sondern eben seine Grunderkrankung. Und dass man manchmal eben auch an diesen Sachen eingreifen muss und dass man sich manchmal einfach auch mit Außenstoffen behelfen muss, um die Entzündung anzugehen. Also dass man Antioxidantien einsetzen muss, um diese Entzündungsprozesse, die da entstehen, diese verhängnisvollen Kreisläufe der Entzündung zu unterbrechen. Und das ist zum Beispiel, also man hat zum Beispiel festgestellt, also zum Beispiel OPC, Traubenkernextrakt, da wurde festgestellt, dass das super helfen kann, um die Insulinresistenz zu verbessern und dass man das halt entsprechend einsetzen kann. Und mit 25 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das liegt halt daran, weil es halt eben an die Entzündung rangeht und antioxidativ wirkt und damit halt ein entzündlichen Effekt und die Insulinresistenz bekämpft. Und manchmal muss man das tun. Also manchmal ist es schon so festgefahren, dass man halt von verschiedenen Sachen da rangehen muss. Und ich glaube, das ist halt auch eine große Missverständnis, dass viele glauben, Insulin hängt immer irgendwie an Nahrung und hat damit halt irgendwas zu tun. Kann ich ganz kurz, aus Eigeninteresse tatsächlich auch, wie sieht es denn aus, wenn man Großteil Gemüse isst? Also, aber dann auch viel, ist es dann... Ja. Das Gleiche im Endeffekt? Ist im Prinzip das Gleiche. Tatsächlich ist es so, dass Typ-1-Diabetiker zum Teil, also wenn die große Mengen an Kohl oder sowas essen, dass die halt, Filament Reaction, dass die halt dann Probleme bekommen, weil es in der Folge zu Symptomen kommen kann, weil der Körper halt erwartet, dass da irgendwie viel Essen kommt und dass es dann halt da Beschwerden macht. Und das ist also, dieses ist ja auch ganz oft ein Rat, viel Volumen zu essen, wenn man abnehmen will und so. Und tatsächlich, das Volumen macht halt auch im Gesunden eine Insulinantwort. Und wie gesagt, beim Typ-1-Diabetes kann es halt zu Problemen führen, weil der Körper denkt, da würde irgendwie was kommen und dann eigentlich nach Insulin verlangt. Und wenn das dann nicht kommt, dann gibt es halt auch wieder Probleme. Aber ja, also Gemüse macht tatsächlich auch durch das Volumen, durch die Magenfüllung Insulinantwort. Und das ist auch der Grund bei bariatrischen OPs, also wenn man den Magen entfernt oder aus der Gleichung nimmt, also durch einen Schlauchmagen oder irgendwas, das führt zu einer drastischen Reduzierung von Insulinresistenzen. Und man konnte sich das ganz lange nicht richtig erklären, weil man halt gedacht hat, so, also irgendwie ist es komisch. Und inzwischen weiß man aber, das liegt halt daran, weil diese Aufdehnung des Magens nicht stattfinden kann, dass halt dieser Dehnungsreiz, der zur Inkretinausschüttung kommt, dann wird halt eben auch, werden keine Inkretine ausgeschüttet, das ist eine ganze Reihe von Hormonen, und dann wird die Insulin, wird weniger Insulin ausgeschüttet, und dann ist es halt eben, das ist eigentlich der Hauptteil, wenn wir auf Behandlung, Therapie gehen, die wichtigste Therapie ist, der Insulinspiegel muss sinken.
Weil nur wenn der Insulinspiegel sinkt, ist die Zelle wieder bereit, mehr Insulinrezeptoren auszubilden und quasi wieder ihre Türe zu öffnen für Insulin und dass sie halt eben wieder insulinsensitiv wird. Und da können wir Frage zu beantworten. Genau, ja, super, danke, das hat es beantwortet. Also macht es auch eigentlich keinen Sinn, sich nur auf die Ernährung halt zu fokussieren, sondern man muss wieder den Körper als Ganzes sehen und dann gucken, dass man Stressoren rausbekommt, den Schlaf verbessert und sich einfach nicht nur auf Ernährung fokussiert. Genau, also es gibt einen ganz wesentlichen Baustein, das ist das Fasten. Also weil wenn man gar nichts isst, wird halt auch kein Insulin ausgeschüttet. Fasten ist das mächtigste Tool, um Insulinsensitivität wiederherzustellen. Aber hier ist das Problem, desto insulinresistenter ich bin, desto schlechter kann ich fasten. Weil die metabolische Flexibilität ist nicht mehr gegeben. Das heißt, im Fasten und Ketonkörper von unserem Körper selbst werden nur produziert, wenn kein Insulin da ist. Das heißt, wenn ich einen massiv erhöhten Insulinspiegel die ganze Zeit habe, dann kann ich keine Ketonkörper bilden. Das heißt, ich esse nichts und mein Körper steht plötzlich mit nichts da, weil er kriegt keine Glucose, aber er kann sich auch nicht selber Ketonkörper bilden. Das ist dann richtig Mist. Dann fühlt man sich richtig, richtig, richtig scheiße. Und das ist halt der Grund, warum viele, die also stark insulinresistent sind, nicht fasten können. Das heißt, es macht halt hier Sinn, erst zu versuchen, Entzündung rauszunehmen, die Insulinresistenz vielleicht schon ein bisschen zu verbessern und mit ganz vorsichtigen Fastenschemata zu arbeiten, dass man halt den Intervall vielleicht langsam verlängert, eventuell sich sogar schulmedizinisch hilft. Also wenn es ganz schlimm ist, vielleicht mit Metformin reingeht oder mit anderen starken Insulinsensitizern und dass man sich da kurzfristig behilft, um eben das möglich zu machen. Und dass man halt eben dann Fasten wieder ermöglicht, um dann im Umkehrschluss das halt auch mit als Tool nutzen zu können. Also Fasten ist das mächtigste Ernährungstool, was wir halt nutzen können, um Insulinsensitivität wiederherzustellen und funktioniert auch viel besser oder funktioniert überhaupt restriktive Diäten, also dass man nur die Kalorienmenge vermindert, führen tatsächlich kaum zu einer Verbesserung der Insulinresistenz. Das ist halt auch einer der Gründe für den Jojo-Effekt, wenn jemand sehr, sehr übergewichtig geworden ist, weil er insulinresistent ist und ich behandle die Insulinresistenz nicht, dann wird er zwar ein bisschen besser werden mit dem Insulinspiegel, wenn er abnimmt, weil halt nicht mehr so viel entzündliches Fettgewebe da ist, aber eventuell geht es halt eben nicht weg, und vor allen Dingen, wenn andere Ursachen noch mit dahinter stehen, und dann nimmt er auch genauso schnell wieder zu. Und das ist ja leider das, was für viele halt unglaublich frustrierend ist, dass sobald sie diese stark restriktive Ernährung verlassen, dass sie halt dann sofort wieder dahin kommen, wo sie halt mal hergekommen sind. Dann lass doch gerne jetzt mal über Therapiemethoden sprechen. Du hattest jetzt schon OPC angesprochen und jetzt waren wir beim Thema Fasten. Wie würdest du Menschen behandeln, die jetzt für sich erkannt haben, okay, ich bin insulinresistent? Ja, also wie gesagt, Fasten, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich mag hier alternierende Schemata, beziehungsweise vielleicht auch erstmal intermittierendes Fasten, aber ich finde alternierende Schemata, wenn es funktioniert, deutlich besser. Das bedeutet, ich faste halt zum Beispiel 2 Tage die Woche. Und an den anderen Tagen darf ich normal essen in meinem Grundbedarf. Viele denken so um Gottes Willen, aber wenn sie es dann am Ende machen, merken sie, dass es eigentlich ganz gut geht und dass sie damit gut klarkommen und dass sie halt, weil sie total Erfolg haben und weil es sich auch schnell verbessert, dass es super motivierend ist. Intermittierendes Fasten ist dauerhaft, also soll ja, wenn dann jeden Tag durchgeführt werden, und kann deswegen zusätzlicher Stressor für den Körper sein. Und das, was wir nicht wollen, sind zusätzliche Stressoren. Also wenn intermittierendes Fasten, dann würde ich das auch nur, also wenn jemand überhaupt nicht in der Lage ist, längerfristig zu fasten, dann würde ich halt intermittierend fasten, und zwar erstmal nur ganz vorsichtig, vielleicht so 12 Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden und das auch nur 2-3 Mal die Woche. Und den halt permanent beobachten. Am besten, wenn ich das halt mache, ärztlich begleitet, zusammen mit einem dauerhaften Glukosesensor und so, um halt zu gucken, was geht da ab, weil man kann halt auch am Glukose dann sehen, wenn der Körper zu vermehrt Stress hat und so weiter. Merkt man das selber auch? Also wenn man jetzt Symptome können sein, Erschöpfung, Müdigkeit, totale Konzentrationsstörung, also alles, was ich schon bei den Symptomen der Insulinresistenz genannt habe, das kann halt vermehrt dann im Fasten auftreten. Ganz viel halt dieses extreme Hangry-Gefühl und für viele tatsächlich dann auch das Gefühl, wirklich ohnmächtig zu werden, also so präsynkopal zu werden. Weil das Gehirn ist hier so nicht mehr metabolisch flexibel, dass es halt es nicht schafft, sich dann an irgendeiner Stelle Energie zu generieren, und dann macht es dicht. Also das nennt sich auch zentraler Shutdown. Also das Gehirn macht dann einfach zu. Und dann hat man wirklich das Gefühl, wenn ich jetzt nichts esse, werde ich ohnmächtig. Und das ist dann eben ganz schlimm. Hier kann man auch hier wieder OPC, also Adewole et al. Haben nachgewiesen, OPC kann
die metabolische Flexibilität ganz stark erhöhen. Zusätzlich kann man L-Carnitin mit reinnehmen. Das macht auch eine deutlich bessere metabolische Flexibilität. Das heißt, dass der Körper Fettsäuren besser verstoffwechseln kann, um dem Gehirn dann da Energie zur Verfügung zu stellen. Es kann hilfreich sein, EAAs zu nehmen, essentielle Aminosäuren, dass man die einzeln nimmt, weil aus denen kann sich der Körper auch mit Energie herstellen und diese zentrale Fatigue kann auch ein Mangel an bestimmten Aminosäuren sein. Das ist da dann halt super hilfreich und sinnvoll. Dann sollte ich was gegen die Entzündung nehmen. Also ich sollte halt starke Antioxidantien nehmen. Das kann alles Mögliche sein. Das kann auch ganz viel aus der Ernährung sein. Ich schicke es euch, vielleicht könnt ihr es mit reinnehmen. Es kommt erst im Sommer, aber ich habe ein ganzes Buch über chronisch stille Entzündung geschrieben und da ist halt vor allen Dingen auch über Ernährung und so da ganz viel drin. Aber zum Beispiel mächtige Antioxidantien, also Vitamin C ist so ein Klassiker, den man halt nehmen kann, aber auch Vitamin C am besten im Zusammenhang mit anderen aus der Gruppe der Beta-Carotine. Das Astaxanthin ist ein echt extrem mächtiges Antioxidant und was eben auch im Hinblick auf die Insulinresistenz gut untersucht ist, dass ich hiermit halt wirklich was erreichen kann, dass es sich verbessert. Und wie gesagt, desto stärker ich die Insulinresistenz verbessere, desto mehr bin ich dann in der Lage, eventuell zu fasten, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Anderer Punkt, den man anbringen kann, ist Grapefruit. Die kann man erstmal entweder essen. Also da hat man auch festgestellt, ist gleichwertig, Grapefruit-Extrakt zu nehmen oder dreimal täglich Grapefruit zu essen, ist gleichwertig von der Wirkung. Die Frage ist, ob ich dreimal täglich eine Grapefruit essen möchte. Da ist ja auch wieder Fructose drin. Da ist Fructose drin, die scheint aber in dem Zusammenhang nicht so schlimm zu sein. Also man hat tatsächlich in Studien festgestellt, dass die Grapefruit genauso gut ist wie das Extrakt. Aber das, woran es liegt, ist wahrscheinlich, also Naringenin und Bergamotin, das sind zwei sehr starke Flavonoide in der Grapefruit, die eine super gute Wirkung haben, um Insulinresistenzen wiederherzustellen und zu verbessern. Genau, das wären so Basissachen, die ich halt machen kann, um erstmal meinen Körper vorzubereiten. Und dann kann ich noch exogene Ketone zuführen, wenn ich das möchte. Exogene Ketone, also da müssen Ketone-Elster sein, das ist ganz, ganz wichtig. Was wichtig ist, dass man sich klar macht, dass man mit exogenen Ketonen die Leber belastet. Und dass sie halt als Dauersache überhaupt nicht gut sind. Aber wenn man erstmal nicht fasten kann, dann kann das total helfen, um da reinzukommen und halt eben die Insulinsensitivität zu erhöhen, bis der Körper selber wieder in der Lage ist, auch Ketonkörper zu produzieren. Und dann ganz wichtigen Punkt, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, ist Bewegung. Der Muskel kann, wenn er bewegt wird, insulinunabhängig Glucose verbrennen. Der Muskel nimmt Glucose auf aus dem Blut, völlig unabhängig davon, ob Insulin da ist oder nicht, wenn er benutzt wird. Und das ist das Wichtige, benutzt wird. Wenn er einfach nur so rumhängt, wie die meisten von uns halt das den ganzen Tag machen, tut er das nicht. Das heißt, über jede Art von Muskelbewegung sorge ich dafür, dass halt mein Glukosespiegel sinkt und dass der Körper dann nicht mehr so viel Insulin benötigt, was er in die Zellen drücken will und damit dann eben auch langfristig die Insulinsensitivität besser wird. Und hier ist ganz wichtig, vor allen Dingen Kraftsport, also Kraftsport ist hier besonders nützlich, High-Intensity-Intervalleinheiten und hier finde ich immer ganz wichtig, was denn High-Intensity ist, ist total unterschiedlich. Das kann für den einen sein, ich gehe eine Treppenstufe hoch und runter, wenn man halt einfach sehr krank ist und für den nächsten kann es halt 100 Burpees sein. Also das ist halt sehr, sehr unterschiedlich und deswegen wähle individuell deine hohe Intensität und dann reichen halt schon 4 bis 8 Minuten am Tag, um wirklich die Insulinsensitivität stark zu verbessern. Es muss nicht ewig lang sein. Bitte kein Ausdauertraining. Ausdauertraining macht insulinresistent. Das ist auch der Grund, warum Langstreckenläufer, also Marathonläufer und so, die das so hobbymäßig machen, oft nicht schlank sind, obwohl sie so viel trainieren und so, weil Ausdauersport löst auch wieder chronische Entzündung auf und macht tendenziell eher insulinresistent. Also Ausdauersport löst chronische Entzündung aus. Ja. Warum? Um sich unter der langfristigen Belastung, und es ist halt wichtig, wirklich langfristig, ne? Wenn ich jeden Tag irgendwie 10 Minuten joggen gehe, das ist nicht der Punkt. Also das ist kein Problem. Aber wenn ich halt wirklich lange laufe, also wenn ich 1 Stunde, 1,5 Stunden laufe, dann muss der Körper, um sich lange weiter in dieser Belastung versorgen zu können, muss der Körper Stresshormone ausschütten. Da sind wir wieder am Anfang. Okay. Ich fahre auch aus Eigeninteresse. Ich gehe auch so 3-4 Mal die Woche joggen, aber nur 25 bis 30 Minuten. Ja, das ist total okay. Und wenn man völlig gesund ist und so wie du ja offensichtlich auch sehr schlank bist und da überhaupt keine Probleme hat, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Ja. Aber jemand, der eben schon total insulinresistent ist und halt
40, 50 Kilo Übergewicht hatten. Das ist halt auch meiner Meinung nach der Grund, warum bei, weiß nicht, The Biggest Loser oder so, die alle halt wieder genauso dick werden wie vorher nach 2 Jahren. Wenn man die stundenlang auf den Stepper schickt oder so, das nützt halt gar nichts, weil es macht halt die Insulinresistenz nicht besser. Ja, in dem Moment erhöht es den Verbrauch, aber es erhöht halt langfristig, erniedrigt es die Stoffwechselrate und es löst halt nichts an der Insulinresistenz. Und zweiter Punkt beim Muskel ist, Muskeln schütten auch Hormone aus, die Myokine. Und Myokine sind hochgradig antientzündlich. Und dadurch gehe ich halt an die Entzündung ran. Und das ist auch, also der Muskel macht das auch schon, wenn er, das macht der Muskel auch, wenn er nur da ist, dass er Myokine produziert. Desto mehr Muskelmasse ich habe, also desto besser. Und sofort, wenn ich ihn bewege, fängt er auch an, vermehrt Myokine zu produzieren und auszuschütten, die da entsprechend helfen. Ein Muskel, der viel bewegt wird und gefordert wird, der baut viel mehr Mitochondrien, also der hat eine viel höhere Mitochondriendichte. Die Mitochondrien können halt entsprechend dann mehr Glucose aufnehmen und haben auch mehr Rezeptoren und auch dadurch geht die Insulinresistenz zurück. Also ganz, ganz wichtiger Baustein der Therapie ist Bewegung. Und, was wichtig ist, glaube ich, auch nochmal für den Zuschauer, Kraftsport, das heißt jetzt nicht eine Stunde, anderthalb im Fitnessstudio sein, weil das denken immer viele, das ist auch schon im Freundeskreis, sobald man Sport hat, oh Gott, das kann ja nicht sein. Und ich mache auch 2x die Woche, 25 Minuten dauert das im Endeffekt mit Aufwärmen und dann noch sogar dehnen. Ja. Ja, und es darf auch was Kleines sein. Also ich meine, im Augenblick können wir ja alle, also das ist halt, je nachdem, man kann das auch alles zu Hause machen. Also viele sind halt, dass sie sagen, sie mögen nicht ins Fitnessstudio gehen, weil da werden sie angeguckt und so, vor allen Dingen, wenn man da übergewichtig ist. Und das ist total okay, das zu Hause zu machen. Also es tut halt eine Kettlebell mit irgendwie einem Anfängergewicht von so irgendwie 8 Kilo und 2, 3 Minibands und dann halt am besten unter Aufsicht, dass man sich einen Trainer sucht, der einem erstmal einen schönen Plan dazu erstellt. Und das tut's völlig. Und ich bei mir halt auch, also ich mache gerne und viel Sport und ich trainiere halt auch im Studio gerne eine Stunde oder so, aber das mögen halt viele nicht. Und ich mache halt jeden Morgen 5 bis 15 Minuten ein bisschen Krafttraining. Also das ist halt im Wesentlichen Bauchmuskeltraining und ein bisschen was für meinen Po. Und das, selbst wenn man nur das macht, also selbst wenn man nur jeden Morgen irgendwie 5 Minuten ein bisschen Bauchmuskeltraining, das ist schon super. Und das ist halt immer ganz, ganz wichtig. Jedes bisschen hilft. Also es muss halt nicht immer das krasse, übergroße sein. Man muss nicht Stunden im Studio verbringen. Und man braucht auch nicht das krasse Equipment. Also selbst wenn man gar kein Equipment hat, also das ist halt auch, wenn man übergewichtig ist und 80, 90 Kilo wiegt, dann reicht das Bodyweight völlig. Also das ist schwer genug. Das mache ich sogar die ganze Zeit. Also es reicht auch, wird noch wahrscheinlich 3 Jahre reichen. Man gibt so viele Möglichkeiten, da irgendwie effektiv zu trainieren. Das genau, ist super. Absolut. Und wie gesagt, es geht halt auch viel einfach darum, dass der Muskel bewegt wird. Und was man da genau dann macht, das ist halt gar nicht so wichtig. Und wenn man halt Spaß an Tanzen oder irgendwie sowas hat, dann kann man halt auch über eine App oder so sich das auf seinen Fernseher machen oder so und kann halt, also da gibt es inzwischen so viele Möglichkeiten. Also ich finde, da gibt es nicht mehr viel Ausreden dazu sagen. Ich habe da keine Lust zu. Man muss, wie gesagt, nicht ins Fitnessstudio gehen. Wenn man da Spaß dran hat, auch super. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass du die meisten Leute eigentlich wirklich auf dieses Fasten vorbereitest, also dass das so das Nonplusultra ist und dass man dann seinen Entzündungswert runter bekommt mit Bewegung und gutem Schlaf etc., dass man da erstmal hinkommt? Oder Also es kommt natürlich sehr darauf an, also wenn ich einen Autoimmunerkrankten habe, der Insulinresistenz ist, dann arbeite ich natürlich an der Autoimmunerkrankung. Ne? Dann möchte ich halt die Autoimmunerkrankung in Remission bringen, möchte die Entzündung rausbringen. Der muss dann nicht unbedingt fasten. Also da kann Fasten auch sinnvoll sein. Aber wenn ich vor allen Dingen, wenn ich jemanden habe, der übergewichtig ist und wenn es halt so um Fettgewebe geht und auch darüber, dass er sich wahrscheinlich auch eine Gewichtsreduktion wünscht und dass er sich halt auch wünscht, dass sein Stoffwechsel wieder besser läuft und anläuft und so weiter. Hier ist meiner Meinung nach Fasten das sinnvollste und nützlichste Tool. Und man muss halt auch sagen, ich weiß, es gibt eine große Gegenbewegung zum Teil gegen das Fasten aus einer bestimmten Ecke. Das basiert aber absolut nicht auf wissenschaftlichen Daten. Also das muss man schon sehr in die Schwurbelecke schieben. Und es ist auch, wenn man sich mit Insulinresistenz wirklich wissenschaftlich intensiv auseinandersetzt, bekommt man auch eine Idee, warum diese beschriebenen Symptome auftreten. Also was ich eben halt schon gesagt habe, vielen geht es unterm Fasten tatsächlich nicht gut, weil sie insulinresistent sind. Und da muss man eben halt sich da langsam ranarbeiten. Aber zu sagen, ich kann nicht fasten, deswegen ist es schlecht für mich, das ist so nicht richtig. Also im Gegenteil, wer einfach nicht fasten kann, hat halt meistens erst recht da ein Problem, weil auch über längere Phasen fasten zu können, gehört einfach mit zur Natur des Menschen. Also Feast and Famine, also dass wir immer mal Hungersnöten ausgesetzt sind, aber auch Phasen haben, wo wir einfach gerne mal über die Stränge schlagen, das gehört zur menschlichen Natur, das war halt schon immer so.
Und dafür sind wir eben evolutionär gemacht. Und wenn das nicht funktioniert, dann stimmt in mir was nicht. Und das ist vielleicht auch noch, genau, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Insulinresistenz unterbinden auch, dass Glykogen in der Leber gespeichert werden kann. Das heißt, ich habe halt weniger Chance, mich langfristig auch aus meinem körpereigenen Glykogen zu versorgen, was auch dazu führt, dass ich eben viel schneller das Gefühl habe, unbedingt was essen zu müssen. Also meine Kurzzeitversorgung, interne Versorgung ist halt, und auch langzeitinterne Versorgung ist auf der ganzen Linie eingeschränkt. Und hier kann es eben helfen sein, diese ganzen Sachen, die ich schon genannt habe. Also man kann ganz viele unterschiedliche Flavonoide und Antioxidantien nutzen. Aber es haben sich halt in Studien als besonders hilfreich, haben sich halt Astaxanthin, Grapefruit und OPC gezeigt. Und um halt eben metabolisch direkt ranzugehen an bestimmte Mechanismen, L-Carnitin. Ich werde auch oft gefragt, kann ich das nicht auch über die Ernährung machen? Ja, kann man. L-Carnitin findet sich vor allen Dingen in tierischen Produkten, vor allen Dingen in Fleisch. Also man muss dann relativ viel Fleisch essen, rotes Fleisch, das ist auch ganz kurz wichtig. Und das wollen halt viele auch nicht. Oder schaffen es halt auch gar nicht in der Menge. Und dann macht es halt Sinn, das als Supplement zu nehmen. Es sollten 2000 Milligramm am Tag sein. 2000 Milligramm ist viel. Und dementsprechend fällt es halt vielen über die Ernährung schwer. Aber auch viele andere Stoffe, also rote Phenole aus roten Früchten, das ist halt was, also Anthocyanide sind das, sind auch Flavonoide, die sind super hilfreich. Deswegen ich halt dann in der Ernährung, also wenn ich so einen Plan zusammenstelle, würde ich halt ganz viel verschiedene Antioxidantien, Flavonoide und so weiter reinnehmen. Viele kennen halt so die SIRT-Diät von Adele. SIRT steht für Silence Information Reduction Factor 2. Und das ist halt tatsächlich, also Sirtuine finden sich nicht im Essen, sondern in uns und werden durch bestimmte Nahrungsmittel aktiviert. Und da ist tatsächlich was dran. Also ich weiß nicht, ob Adele sich auch den Magen hat verkleinern lassen, aber vielleicht auch nicht. Also es ist an dieser Diät tatsächlich was dran, weil da eben ganz viele Sachen konsumiert werden, die antientzündlich sind und die genau an diesen Mechanismus rangehen, chronische Entzündungen zu vermindern und Insulinresistenzen zu vermindern. Und eine Ernährungsform, die du grundsätzlich dann quasi empfehlen würdest, einfach viele antientzündliche Lebensmittel zu essen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es bedingt ja auch immer, dass dann eine hohe Diversität, was du schon gesagt hast, mit dem Gemüse, also Eat the Rainbow, möglichst viele verschiedene farbige Lebensmittel. Da habe ich dann das Lycopen aus der Petersilie, aus der Tomate. Dann habe ich, wie gesagt, in den Zitrusfrüchten, Naringin, Bergamotin, Hordein, also verschiedene Stoffe, die halt da drin sind, die ganz stark antientzündlich sind. Und ja, also dass man das entsprechend, und was man aber auch, was einem auch klar sein muss, ist, Flavonoide und so sind auch giftig. Also man kann es halt auch übertreiben. Also man sollte halt ein gutes Zwischenmaß finden. Und viele Sachen werden auch erst aktiviert, wenn man sie kocht oder fermentiert. Fermentieren ist hier mega hilfreich. Also viele Flavonoide kommen erst in ihre aktive Form, wenn sie fermentiert werden. Wenn man sie roh konsumiert, das ist oft für den menschlichen Körper gar nicht so gut. Also ihr merkt schon, es ist ein mega komplexes Thema. Aber also mit dieser Empfehlung Clean Eating, Eat the Rainbow, möglichst viel Frisches, hohe Diversität, regional, saisonal, ich glaube, damit ist man dann schon ziemlich gut unterwegs. Weil insgesamt, ist nichts, was deine Großmutter nicht oder vielleicht sogar Urgroßmutter nicht als Lebensmittel erkannt hat. Das hilft auf jeden Fall sehr gegen Insulinresistenz. Dann fällt alles weg quasi im Supermarkt. Ja, genau. Also Convenient Food, also kommt in meiner Ernährung auch tatsächlich nicht vor. Also außer bestimmte Produkte, die halt super unter allen Bedingungen, die ich jetzt genannt habe, halt auch hergestellt wurden. Da gibt es ja Gott sei Dank zunehmend welche. Aber ansonsten, und ich finde, es ist auch nicht so schlimm. Also ich glaube, ich bin voll berufstätige Mutter von zwei Kindern, alleinerziehend. Also ich glaube, kaum jemand hat mehr Workload als ich. Und nichtsdestotrotz kriege ich das hin, mein Essen frisch zuzubereiten. Also ich finde halt immer diese, ich habe keine Zeit, ist in meiner Meinung nach eigentlich 100% Ausrede. Also deswegen, ich benutze das auch nicht mehr als Wort. Wenn jemand mich fragt, kannst du dies und das machen, dann sage ich, aktuell setze ich meine Prioritäten anders. Weil das ist halt, das ist dieses eigentlich Geheimnis. Viele setzen halt ihre Priorität auf Netflix gucken und PlayStation spielen. Und dann hat man nicht genug Zeit, das ist schon richtig. Aber
Also ja, ist jetzt ein bisschen hart, aber ich bin ein Freund von klaren Worten. Also ich finde, wenn man halt da immer drum rum redet, das hilft auch keinem weiter. Oh du, da finde ich mich auch manchmal wieder. Ich glaube, der Netflix-Konsum ist bei vielen so, bei mir tatsächlich auch. Also ich nehme das auch nicht böse. Es muss sich einfach an die eigene Nase fassen. Und wir kommen ja immer wieder zu dem Thema Selbstverantwortung bei quasi allen Krankheiten, die man so hat. Und irgendwo hat man ja auch die Verantwortung, das dann ja zu ändern, weil man das ja auch verursacht hat. Gibt es denn noch andere Lebensstilfaktoren, die hilfreich sein können? Also Stressreduktion hatten wir jetzt. Wie sieht's denn aus? Wir hatten auch noch Umweltgifte. Also da macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass wir einfach Lebensmittel weglassen, die relativ halt ja Umweltgift belastet sind, zum Beispiel mit Schwermetallen etc. Genau, also Bio bzw. Organic oder halt unter ähnlichen Bedingungen produziert ist ein Muss. Wobei ich hier auch immer wichtig finde, also wenn ich zum Beispiel weiß, wo das Essen herkommt und wo ich das kaufe und so weiter, dann muss es nicht unbedingt Bio sein. Also zum Beispiel das Fleisch, was ich kaufe, ist halt von einem Bauern, der bei uns raus ist, der ist nicht biozertifiziert, aber es ist alles Bio. Und es ist halt grassfed und artgerecht und liebevoll und alles. Und dann ist das halt auch total okay, weil diese Biozertifizierungen sind teuer. Und es muss halt nicht unbedingt, also wenn es halt so genauso gefüttert wird und so weiter, dann ist das halt auch in Ordnung, ohne dass es die Biozertifizierung hat. Und es gibt halt auch gerade, wenn ich bei den Gemüse und so gucke, nur dass ich mal bei der Environmental Working Group reinzugucken, die geben immer jedes Jahr raus Clean 15 und Dirty Dozen, also die Lebensmittel, die man auf gar keinen Fall in nicht Bio kaufen sollte, also die total verseucht sind, und die Lebensmittel, die ziemlich sicher clean sind, weil die halt so gut das abkönnen, dass man die sowieso nicht spritzen muss und so, und die kann man dann halt auch in nicht Bio kaufen. Es geht ja auch ins Geld, ne? Vor allem, wenn man eine große Familie hat und so, muss man halt schon gucken. Environmental Working Group heißt das? Environmental Working Group, ja. Okay, cool. Guter Tipp, danke. Ansonsten, ja, Giftstoffvermeidung, vor allen Dingen auch viel auch wieder im Lebensstil, also Vermeidung von Plastik überall, wo es geht, von nicht, also von hormonaktiven und Weichmacher enthaltenen Kosmetika, das ist ein ganz großer Punkt. Also gibt's es gibt ein witziges Buch, das ist Slow Death by Rubber Duck, das gibt's leider nur auf Englisch, und da haben sie einen Selbstversuch gemacht mit Rasierschaum. Und haben dadurch, dass sie sich mit Rasierschaum eingeschmiert haben, haben sie ihren Phthalatspiegel im Blut um das 800-fache erhöht. Also Rasierschaum eines, sag ich mal, führenden Markenherstellers, der da verwendet wurde. Also dass man sowas alles halt bei sich raushaut. Und viele sagen dann zum Beispiel, wenn ich kein aluminiumhaltiges Deo benutze, dann stinke ich. Ja, weil der Körper sich dran gewöhnt hat. Also fast jeder, wenn er langfristig halt auf ein nicht aluminiumhaltiges Deo umsteigt, das regeneriert sich wieder, das reguliert sich wieder, und dann stinkt man auch nicht mehr. Aber ja, ich habe auch 2-3 Monate gebraucht, und dann war es aber okay. Ja. Genau. Und ja, also dass man da, also gibt es ja die App CodeCheck, da kann man halt die Sachen durchgucken, was ist an Giftstoffen und so drin. Und das spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle. Giftstoffvermeidung, wo immer es geht. Aber finde ich auch, ab und zu geht es halt nicht anders, und sich dann auch nicht zu Tode stressen. Also man stirbt halt auch nicht, wenn man im Airbnb, wenn man irgendwo zu Besuch ist, mal sein Ei in der Teflonpfanne brät. Das darf dann auch mal sein. Da ist es schlimmer, wenn man sich total Stress macht, weil man halt jetzt einen Tag lang mal einer Quelle ausgesetzt ist, die nicht so optimal ist. Stressreduktion, ganz, ganz wichtige Rolle. Meditation, Atemübung, Achtsamkeit, sowas alles. Das ist eine riesenlange Latte. Also deswegen, wie gesagt, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben, was ein 4-Wochen-Programm enthalten wird, wo diese ganzen Punkte aufgegriffen werden. Weil es ist komplex, und ganz wichtig ist, dass man für sich das findet, was für einen selber funktioniert. Also wenn man halt Atemübungen scheiße findet, dann sollte man nicht versuchen, sich dazu zu zwingen, sondern sollte halt gucken, was man sonst irgendwie an schönen Sachen machen kann. Und ich zum Beispiel, ich meditiere nicht so gerne. Also das ist halt was, was mir schwerfällt. Aber ich stehe total auf Atemübungen. Und das ist halt was, was ich dann jeden Tag mache. Und es ist ja quasi auch Meditation. Also es hat ja gleichen Effekt im menschlichen Körper. Und so ist es halt auch mit der Ernährung. Das Finden, was für sich, für einen selber gut geht. Und mit dem Selbstherstellen. Also wenn ich zum Beispiel keine Lust habe, mir irgendwie
Fermente oder zum Beispiel Laktofermente selber zu machen und Kimchi herzustellen und so weiter. Ich kann es ja auch kaufen. Also es gibt ja Hersteller, die gute Präparate haben, wo ich es halt eben einkaufen kann. Aber ich muss halt gucken, bei wem. Also es darf halt nicht das Kimchi aus dem Asiamarkt sein, was irgendwie in eine Dose, was halt töter als tot ist. Sondern man muss halt eben wirklich dann gucken, dass man gutes, lebendiges Produkt kauft. Und insgesamt gilt halt da, Qualität hat ihren Preis. Wir müssen weg als Deutsche, vor allen Dingen was Essen angeht, von dieser Geizesgeil-Mentalität. Weil wir geben weltweit im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt am wenigsten Geld für Essen aus. Das ist erschreckend. Also da müssen wir halt einfach von wegkommen. Gutes Essen kostet Geld. Und das darf es auch. Und ein Hühnchen, was für 1,39 beim Lidl verkauft wird, hat sicher kein gutes Leben gehabt. Das muss man sicher sagen. Lebensmittel sind unverschämt günstig. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Australien gelebt und auch relativ viel woanders gewesen. Deutschland war mit Abstand das Land, wo die Lebensmittel am geringsten waren. Also selbst so dritte Weltländern, da waren die Lebensmittel teurer im Supermarkt. Also ja. Das war Wahnsinn. Ja. Genau, okay. Das sind eigentlich auch so Themen, die zur Prävention quasi dienen, ne? Ja, was du jetzt gerade beschrieben hast. Okay, prima. Also vielleicht, was wir jetzt ganz nur wenig angeschnitten haben, was vielleicht auch einer der Gründe mit ist und so. Also wir haben jetzt ganz wenig über Zucker geredet. Los, gerne. Fructose vor allen Dingen, also Fructose und Glucose, der extrem zugenommene Zuckerkonsum. Also man sollte halt auch versuchen, Zucker zu meiden, wo immer es geht, und vor allen Dingen Fructose zu meiden. Fructose ist, was Insulinresistenz angeht, der Antichrist. Und da vor allen Dingen halt Glucose-Fructose-Sirup, der inzwischen fast überhaupt verbaut wird, und High-Corn-Fructose-Sirup, der inzwischen leider auch in Europa erlaubt ist, der war ja bis vor kurzem in Europa noch nicht erlaubt, das ist jetzt leider auch, das macht im hohen Maße insulinresistent und ist halt einer der Gründe, warum die Amerikaner inzwischen ein Volk der Insulinresistenten sind, die halt immer dicker werden und immer kränker, weil die halt solche Massen an High-Corn-Fructose-Sirup verbauen. Also das spielt auch eine ganz, 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 ganz große Rolle. Ich finde halt immer, da kann man natürlich auch eine Stunde drüber reden und kann da auch ganze Bücher drüber schreiben, aber im Prinzip ist es simpel. Esst kein Zucker und keine Fructose. Und zwar nicht in Obst. Es geht nicht um Obst. Ich will euch nicht eure Wassermelone wegnehmen oder irgendwas, weil das ist nämlich das, was dann viele fragen. Es geht um industrielle Zucker, um industriell verbauten Zucker und Fructose in industriellen Nahrungsmitteln. Und aber man darf jetzt wahrscheinlich auch nicht Unmassen an Obst in sich reinpressen, oder? Nee, also das sollte man auch nicht. Also wenn man so, manche haben eine Neigung dazu, ne, dass sie dann ganz, ganz viel, also es gibt ja immer diesen Spruch, Gemüse hält, was Obst verspricht. Also die deutlich gesünderen Nahrungsmittel ist Gemüse, was Vitamine und alles angeht. Und so Obst ist eigentlich gar nicht so besonders gesund. Also ich sage immer so, ein Stück Obst am Tag ist okay, wenn man halt so ein Bedürfnis nach mal was Süßem und so hat. Aber mehr sollte es halt eigentlich nicht sein. Und auch ganz, ganz wichtig, Trockenobst ist eine Süßigkeit. Also Trockenobst ist genauso schlimm wie Schokolade oder so. Also manche, die da dann Paleo oder sowas machen, neigen dann dazu, sich dann am Tag so eine 500-Gramm-Packung Trockenobst reinzuhauen. Da wäre man mit Schokolade besser gefahren. dass man sich das auch klar macht, weil das sind dann wirklich auch Fructosebomben, die halt desaströse Folgen für die Leber, für den Insulinspiegel und den Glukosespiegel haben. Gibt es noch irgendein Thema, was du jetzt loswerden möchtest? Irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es relativ global abgedeckt. Natürlich kann man über alle einzelnen Faktoren noch viel länger sprechen, aber ich hoffe, es war gut verständlich und ist halt für den Zuhörer hoffentlich auch so verpackt gewesen, dass es jetzt nicht zu viel ist, weil alles darüber hinaus geht dann halt auch sehr in die biochemische Tiefe und so weiter. Und ja, wer das interessiert, kann gerne mal bei mir vorbeigucken. Ich neige zu. Ich muss fragen, wie kann man dich denn erreichen, Simone, wenn die Zuschauer mehr über dich erfahren wollen? Also ich habe zum einen einen sehr aktiven Instagram-Account. Bei Instagram bin ich einfach Dr. Simone Koch, also wieder Dr. Simone Koch hintereinander weggeschrieben. Und ich mache ganz viel zu diesen ganzen Themen und versuche das halt vor allen Dingen einfach den Menschen als Ganzes ganzheitlich zu betrachten. Und wie man vielleicht schon ein bisschen gemerkt hat, ich bin ein kleiner Biochemie-Nerd, also es geht halt viel schon auch um diese Sachen. Aber mein Ziel ist es, es zumindest halbwegs so zu verpacken, dass der Laie es gut versteht und dass es halt auch unterhaltsam ist. Ich habe zwei Bücher bis jetzt geschrieben, Autoimmunhilfe, wo es halt vor allen Dingen um Ernährung und um Lektine und sowas geht und über warum sollte man Dinge fermentieren, wie war unsere ganz ursprüngliche Ernährung und so weiter. Und hier auch, was wir jetzt zum Beispiel nicht untergebracht haben, es gibt im Weizen, gibt es das WGA, Wheat Germ Agglutinin, das ist ein Lektin.
Und das hat eine insulinartige Wirkung. Und das gehört zu den Insulinrezeptorblockierern. Also der setzt sich da drauf und dann ist der Rezeptor blockiert und der Körper wird insulinresistent, ohne dass vorher zu viel Insulin da war. Und das kann halt auch massiv Beschwerden auslösen. Wie das zu Teile. Ja, also das ist einer der Gründe, warum Weizen so problematisch ist. Genau, das ist viel in dem Buch, Autoimmunhilfe. Dann habe ich ein Buch über Hashimoto, Happy Hashimoto. Und da kommt jetzt im Mai das Kochbuch raus, Happy Hashimoto, das Kochbuch. Wobei dieses Kochbuch auch alles abdeckt, worüber wir jetzt gesprochen haben, auch wenn man eben keine Autoimmunerkrankung hat. Und meine Co-Autorin und ich, wir haben uns einfach bemüht, ein Kochbuch mit Rezepten zu schaffen für Menschen wie uns, für alleinerziehende Mütter, die viel beschäftigt sind. Und man muss nicht 5 Bioläden abklappern, um an die Zutaten zu kommen. Man muss auch nicht 6 Stunden in der Küche stehen. Und man braucht auch nicht das High-End-Equipment und so weiter, sondern es ist wirklich ein Buch mit einfach umzusetzenden, schnellen Rezepten, die man fast überwiegend alle im nächsten Supermarkt kriegt. Ein paar Sachen sind dabei, die speziell sind, einfach weil ich hier gerne unterbringen wollte. Das meiste ist aber simpel, einfach und schnell durchzuführen, weil ich finde, daran krankt es oft bei diesen ganzen Kochbüchern zu dem Thema. Ja. Und wie gesagt, im Sommer kommt mein Buch, das Anti-Entzündungsprogramm, was ganz stark auf das alles, was wir heute besprochen haben, abzielt, wo es halt im Wesentlichen darum geht. Ja, ich habe eine Praxis in Berlin, www.drkochs. Da findet man mich und meine Kollegin. Ich nehme aktuell keine Patientin. Ich bin sehr lange im Voraus noch ausgebucht. Aber meine beiden Kolleginnen, die von mir ausgebildet wurden und wo ich auch auf alle Patienten mit drauf gucke, nehmen noch Patienten. Also da kann man gerne werben. Und mich selber findet man unter www.drsimonekoch.de. Gleich wie beim Instagram-Account kann man sich auch meinen Newsletter einschreiben. Ich verspreche, ich spamme nicht. Ich bin da eher sehr faul, was das Schreiben angeht. Von mir hört man nur was, wenn ich auch wirklich sinnvoll was zu sagen habe. Und über Google findet man mich auf dieser Homepage noch nicht, weil ich wenig Ahnung von SEO und Technik habe. Aber ich hoffe, das noch optimieren zu können. Insofern muss man sich das jetzt merken und aufschreiben, wenn man dahin kommt. Ja, gut. Verlinken wir sowieso noch alles in das Video. Prima. Ja, Simone, hat mir super viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, danke auch an die Zuschauer, dass ihr mit dabei wart. Und klar, wir haben jetzt viele Themen auch angesprochen, angeschnitten. Es gibt ja aber noch ganz, ganz viele andere Videos von Super-Experten. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war's mit unserem heutigen Interview. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht und du konntest viele neue Erkenntnisse für dich mitnehmen. Wenn du mehr von uns und unserer Arbeit erfahren willst, dann schau doch am besten gleich auf unserem Kanal vorbei. Um nichts zu verpassen, lass uns am besten gleich ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen. Falls du zu dem heutigen Thema eigene Erfahrungen hast oder dich mit unserer Community im Allgemeinen austauschen willst, kannst du dies unter diesem Video in der Kommentarspalte machen. Vergiss auch nicht deine Victilabs Rabattcodes, die du in der Beschreibung dieses Videos findest. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.